Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Ausgabe bei Insights bei Aero. Das Thema heute SD-WAN. Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass die Anzahl geschäftskritischer und cloudbasierter Anwendungen und Tools ständig steigt. Und dezentrale Unternehmen mit mehreren entfernten Standorten müssen da zunehmend begrenzt mit leistungsfähigen WANs auf eine Software-defined WAN-Architektur, im Prinzip SD-WAN, umstellen. Wie wir das machen können, speziell jetzt mit Fortinet, das wird uns jetzt der Markus Hirsch in den nächsten 30 Minuten näher bringen. Markus, ich darf dich hier mit dem Presenter-Mode übergeben. Danke, Rainer. Jetzt sollte auch mein Bildschirm zu sehen sein. Genau, wir sind in einem Bildschirm, wir zeichnen das Webinar wie immer auf. Sie finden es als Nachlese auch wie immer auf unserem YouTube-Channel. Fragen bitte wie immer über das Fragefenster zu stellen. Bitte schön, Markus. Danke, Rainer. Ja, SD-WAN ist ein Diskussionspunkt und eine Definition, wo man sicherlich mehr als die halbe Stunde schon mal rein über die Theorie drüber diskutieren kann. Was ist denn SD-WAN? Was gehört alles rein? Was muss drin sein? Was darf nicht drinnen sein? Da haben sich schon viele Gedanken dazu gemacht. Aus unserer Sicht, Fortinet-Sicht, ist es einerseits die Connectivity und natürlich andererseits die Security. Wir nennen es deshalb sehr gerne auch Secure SD-WAN. Wie schaut denn das mal so ganz von der grundsätzlichen Idee her aus? Ich habe hier ein fiktives Unternehmen, das in mehreren Ländern aktiv ist und in jedem Land gibt es halt einen großen Standort, wo die Daten oder wo die Verbindungen logisch zusammengefasst werden und wo es auch dann zum Teil Data Center in den Ländern gibt und etwas, was man heute natürlich auch nicht außer Betracht lassen können, sind Cloud-Anbindungen. Der Kunde, den ich mir hier, naja, nicht wirklich ausgedacht habe, an den ich mich hier angelehnt habe, der hat eben Microsoft Azure und Oracle Cloud in Verwendung. Und links unten habe ich jetzt meine User von dem einen Standort, den ich betrachten möchte. Und so jetzt, die schicken E-Mails und die E-Mails gehen über die Azure Cloud. Die User greifen auf Ressourcen im Web zu und das soll direkt ins Web hinausgehen. Die User da unten greifen auf File-Shares zu, die pro Land lokal liegen. Also das soll dann in das jeweilige Datacenter gehen. Und die User telefonieren natürlich und sie telefonieren auch länderübergreifend und das soll dann über die bestmögliche Verbindung gehen. Und das ist so die Grundidee von SD-WAN. Nutze alle verfügbaren Anbindungsmöglichkeiten und nutze für jede Applikation immer die beste. Was die beste ist, liegt dann sehr häufig im Auge des Betrachters oder in den Anforderungen der Applikation. Dazu komme ich dann etwas später noch. Das heißt, das Wichtigste ist einmal zu verstehen, was sind denn die wichtigen Applikationen und über welche Leitung sollen sie drüber gehen. Und wir haben das am Anfang der SD-WAN-Welle bemerkt, dass die Anforderungen bei der Implementation an SD-WAN ganz andere sind als bei der klassischen Firewall. Bei der klassischen Firewall-Implementation war es wichtig, oder ist es nach wie vor wichtig zu wissen, was darf rein, was darf raus, wer darf wohin zugreifen. Bei SD-WAN-Implementationen müssen wir viel tiefer in das Netz des Kunden hineingehen und den Kunden seine Arbeitsweise und seine Applikationen verstehen. Das heißt, wir müssen viel mehr Fragen stellen. Wir müssen wissen, welche Applikation geht wo, wie drüber. Gut, die meisten Applikationen kennen wir mittlerweile. Wir wissen, wie ein Office 365 funktioniert. Wir wissen, wie ein Teams funktioniert. Wir wissen, wie ein E-Mail, egal ob jetzt irgendwas Traditionelles oder der eh allgegenwärtige Exchange-Server funktioniert. Aber sehr häufig findet man andere Applikationen noch, wo man sich dann überlegen muss, was brauchen die denn und wo man da ein bisschen tiefer nachgraben muss, um rauszufinden, was sind denn die tatsächlichen Anforderungen.
damit wir mit dem Kunden gemeinsam dann definieren können, die Telefongespräche zum Beispiel sollen über das MPLS gehen. Die E-Mail-Kommunikation, die kann über ein Internet-VPN gehen. Der Zugriff auf YouTube, weil nun mal Erklärungsvideos auf YouTube heute liegen, soll direkt von der Außenstelle ins Internet hinausgehen. Also wir müssen feststellen, was geht über welchen Weg hinaus. Und eben, wir wollen alle Wege gleichzeitig nutzen. Wir wollen MPLS nutzen, wir wollen symmetrische Leitungen nutzen, wir wollen DSL-Leitungen nutzen, wir wollen, Schrägstrich müssen in manchen Bereichen LTE nutzen, um einfach die beste Connectivity für diesen einen Standort rauszuholen. Und dann geht es natürlich auch darum, die Performance und Verfügbarkeit entsprechend hochzuhalten. Das heißt, wirklich immer die schnellste Leitung zu finden, die Applikationen, die wichtiger sind, zu bevorzugen, zu priorisieren und die anderen Applikationen auf weniger qualitative Leitungen auszulagern oder eben mit niedrigerer Priorität über die Leitungen hinauszuschicken. Und natürlich, last but not least, die Security im Auge zu behalten. Das heißt, nach wie vor, wer darf wann auf welche Ressourcen über welche Wege zugreifen. Und das ist natürlich gerade mit dem Anstieg der VPN-Anforderungen seit Februar, März diesen Jahres, ist das Ganze natürlich noch einen kleinen Ticken komplexer geworden und sind auch sehr interessante Performance-Anforderungen auf die Standorte, zumeist auf die Datacenter-Standorte hinzugekommen. Auch dazu ein bisschen weiter hinten noch etwas. Aus technischer Sicht ist natürlich Safe Healing ein ganz wichtiger Punkt. Verfügbarkeit ist einer der höchsten Punkte. Je nachdem, wie der Kunde gepolt ist, ist Verfügbarkeit wichtiger als Security. Und hier ist es natürlich wichtig, die Performance zu optimieren. Und da haben wir mit der FortiGate als Firewall und damit auch als SD-WAN-Device einen sehr guten Ansatz, weil wir eben eine Failover-Zeit von unter einer Sekunde haben. Wir die Performance der Leitungen aktiv testen können. Das heißt, wir erkennen können, ob jetzt auf einer Leitung Paketverlust ist, weil sie überbucht ist oder weil es irgendwo unterwegs technische Schwierigkeiten gibt, die ich nicht im Griff habe. Und einerseits können wir erkennen, dass es Probleme gibt und diese Leitung dann für kritische Applikationen nicht mehr verwenden. Andererseits können wir auch Forward Error Correction verwenden. Das heißt, ein Paket wird über mehrere Leitungen gesendet und wird dann entsprechend zusammengefasst, beziehungsweise kann man das eigentlich mit einem RAID 5 vergleichen. Das heißt, es werden dann auch Redundanzpakete gesendet, aus denen sich die anderen Pakete wieder zurückrechnen lassen. Genauso mit der aktiven Überwachung der Leitungen erkennen wir auch, wenn die Latenz auf einer Leitung zu hoch wird. Das heißt, wenn die Sprachqualität für Voice-over-IP zum Beispiel schlecht wird, und für manche andere Applikationen, gerade so wie wir hier jetzt sitzen und ein Webinar machen, da ist Jitter ein sehr störender Effekt. Auch Jitter wird gemessen und entsprechend dynamisch auf andere Leitungen umgeschaltet, beziehungsweise eben weniger wichtige Applikationen dann zurückgestuft. Bei der Auswahl meiner Leitung für die einzelne Applikation kann ich mir auf der FortiGate aussuchen, ob ich immer die Leitung mit dem besten gemessenen SLA, also mit der besten Latenz, der niedrigsten Packet Loss und dem niedrigsten Jitter verwende, oder ob es mir darum geht, die niedrigsten Kosten zu generieren, das heißt LTE zum Beispiel am wenigsten zu verwenden oder nur im Falle eines Ausfalles auf der anderen Leitung,
Oder geht es mir darum, möglichst hohen Durchsatz über meine Leitungen drüber zu bekommen und eben alle Interfaces zu verwenden, die den Anforderungen entsprechen? Oder möchte ich es manuell definieren und zu sagen, SAP geht immer zuerst über meine MPLS-Leitung, dann über ein VPN über die Internetleitung und dann über ein VPN über LTE. Und wenn all das ausfällt, dann gibt es auch noch einen Satellitenlink. Da geht zwar nicht viel drüber, aber wir können zumindest unsere Lieferscheine kommissionieren und können Waren aus unserem Lager rausbekommen. Und das kann ich pro Applikation oder pro Applikationsgruppe mir definieren und kann damit sehr feingranular steuern, welche Applikation soll über welche Leitung rausgehen. Ein paar Begriffe, die hier noch mit hineinpassen, ist einerseits der WAN Path Controller. Das heißt, das ist das Erkennen der Applikation, das Messen der Linkqualität und dann eben die Steuerung, welche Applikation geht wo drüber. Die WAN Path Remediation ist eben die Error Correction, das heißt das RAID 5 über die Leitungen und dann ein Paket, eine paketbasierte Steuerung, über welchen Link geht welche Applikation drüber. Das heißt, wir können auch mitten in der Session den Pfad wechseln, ohne dass es hier zu weiteren Paketverlusten oder sonstigen Problemen kommen kann. Ein ganz wichtiger Punkt ist eben die Cloud-Anbindung. Wie bekomme ich meine Applikationen oder wie bekomme ich die Verbindung von meinen Benutzern, die ja irgendwo tatsächlich sitzen, zu meiner Cloud-Applikation hin, in welcher Cloud auch immer diese jetzt gehostet sein möge. Das ist ein Punkt, den man sich überlegen muss. Und auch hier sind wir wiederum mit der FortiGate, die ist ja sowohl als Hardware als auch als virtuelle Appliance als auch als Cloud-Workload für de facto jede relevante Cloud gibt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich das Transport-Overlay, also der IPsec-Tunnel, den ich drüber spanne über meine IP-Verbindung, um dann einen sicheren Transport der Daten zu gewährleisten. Und da sind wir völlig unabhängig, was denn für welche Technologie auf der Leitung verwendet wird, eben ob das MPLS ist, ob das eine Breitbandleitung ist, ob das ein 3G, 4G, 5G irgendwann mal sein wird. Und damit können wir alle Leitungsqualitäten gleich verwenden, wiewohl wir sie natürlich individuell messen können. Martin, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Es ist eine Frage aufgetreten, und zwar: Kann man eine Applikation über mehrere Leitungen gleichzeitig laufen lassen? Also Stichwort Leitungsbündelung. Ich kann eine Applikation über mehrere Leitungen aufteilen. Ich kann aber nicht eine Session über mehrere Leitungen aufteilen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass jetzt der Pfeilzugriff vom Rainer über die Leitung 1 geht und mein Pfeilzugriff auf den gleichen Pfeil oder auf den gleichen Folder oder das gleiche Share über die zweite Leitung läuft. Ich hoffe, ich habe das damit beantwortet. Ich sehe die Fragen bei mir im Fenster übrigens nicht kommen. Also bitte, wenn welche kommen, mich weiterhin unterbrechen. Genau, ich greife sie dann auf. Okay, passt. Dankeschön. Gut, wir haben hier so die wesentlichen Building Blocks einer FortiGate oder eines Netzwerks mit FortiGate als Security- und SD-WAN-Komponente. Das Wesentliche gerade bei SD-WAN ist ja die IPsec-Performance. Damit ich meine Tunnel gut befüllen kann, muss ich schnell verschlüsseln können. Und da sind wir natürlich mit unseren Hardware-Appliances und den ASICs, die da drinnen stecken, sehr gut gerüstet. Danach
kommt zur Threat Intelligence. Das heißt, darf das, was denn da über die Leitung hinaus möchte, auch wirklich hinaus oder halt hinein, je nachdem, welche Richtung es ist. Und da ist natürlich IPS, Webfiltering, Anti-Malware, Cloud-Sandboxing, auch zum Teil Application Control mit ein Thema. Da fällt natürlich auch so Dinge rein wie Botnet Detection und so weiter. Danach geht es dann ins SD-WAN mit den schon besprochenen Punkten der WAN Path Controller, die WAN Path Remediation, mein Overlay Control, also wie baue ich meine IPsec-Tunnel auf und wie nutze ich die. Und ein Punkt, den wir auch hier sehr gerne mit ins Feld bringen, weil es für den Kunden eine sehr schöne Sache ist, ist SD-Branch. SD-Branch ist unser Begriff für mehr Kontrolle über die Infrastruktur in den Außenstellen zu haben. Das heißt, die FortiGate auch als WLAN-Controller und als Switch-Controller zu verwenden, damit ich in einer Oberfläche meine Security und meine Connectivity und meinen Access in den Außenstellen beisammen habe. Dann haben wir natürlich die Application Detection, die ein wesentlicher Punkt für SD-WAN ist und auch das Advanced Routing. Wenn ich, so jetzt nicht abfällig klingen, wenn ich, weiß ich nicht, bis zu 10 Standorte in etwa miteinander verbinde, dann kann ich das mit statischem Routing schon machen. Wenn wir die 10 Standorte überschreiten und hier halbwegs komplexe Kommunikationsbeziehungen und Failover-Anforderungen sind, dann kommen wir früher oder später in dynamisches Routing hinein, wo meist BGP heute das Routing-Protokoll der Wahl ist, über welches wir dann eben entscheiden können, welcher Traffic geht in welche Richtung. Und wir können darüber auch aus der Außenstelle heraus der Zentrale signalisieren, über welchen Pfad wir denn die Retourantwort der Leitung gerne wieder hätten, also der Verbindung gerne wieder hätten. WAN Optimization im Sinne von TCP Optimization ist natürlich ein wesentlicher Punkt, der auch wieder helfen kann, die Performance zu verbessern. Ein ganz wichtiger Punkt ist Zero-Touch-Deployment. Das heißt, wie kann ich denn eine große Anzahl an Firewalls in kurzer Zeit ausrollen? 100 Firewalls zu nehmen, anzustecken, zu konfigurieren, wieder zu verpacken und quer durch Österreich, Europa oder die Welt zu verschiffen, ist natürlich mühsam, zeitraubend, teuer und damit äußerst unattraktiv. Das heißt, ich möchte eine funkelnigelnagelneue Box direkt zu dem Standort schicken, sei das jetzt in Bregenz, sei das jetzt in Berlin oder sei das jetzt irgendwo in China. Und dort habe ich nur jemanden, der das Gerät anstecken kann. Also der halt den Stromstecker und die Netzwerkstecker an der richtigen Stelle reinkriegt und mehr Erwartungshaltung habe ich nicht. Die FortiGate telefoniert dann im Standard, mit der Standardkonfiguration zuerst mal nach Hause in die FortiCloud. In der FortiCloud kann ich vorab definieren, welche Seriennummern gehören mir. Diese Seriennummern werden dann zu meinem FortiManager geschickt. Das heißt, die FortiGate bekommt nur ein Forward, nur eine IP-Adresse oder einen FQDN und meldet sich dann bei meinem FortiManager an und dort habe ich bereits manuell oder über Skripte die Konfiguration vorbereitet. Die FortiGate holt sich die Konfiguration ab und ist betriebsbereit. Auch die Betriebssystemversion kann natürlich über diesen Pfad genauso ausgerollt werden. Und ich brauche vor Ort nicht mehr Know-how als den Stecker in die richtige Buchse zu stecken. Und damit bin ich dann schon beim nächsten Punkt. SD-WAN Orchestrierung und Management ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir über SD-WAN reden, reden wir meist über viele Standorte. Und eine Firewall-Policy-Konfigurationsänderung oder eine Änderung in der Logik, welche Applikation soll über welchen Pfad gehen, auf 1, 2, 3 Standorten durchzuführen, ist relativ einfache Sache, wenn ich mich auf jede Firewall verbinde und das mache. Bei mir persönlich wäre ab 4 Devices
die Grenze erreicht, was ich mir zutrauen würde. Aber wenn wir über SD-WANs mit 10, 20, 50, 100 Standorten nachdenken, dann ist es natürlich einfach nicht mehr möglich. Unsere größten Kunden haben irgendwo zwischen 6.000 und 10.000 Standorte und da ist es nicht möglich, das irgendwie individuell auf den einzelnen Geräten zu konfigurieren, sondern das muss ich zentral an einer Stelle machen und ich muss auch dort die Chance haben zu sehen, was hat der Kollege gestern gemacht, weil heute die Applikation nicht funktioniert. Gestern war ich noch auf Urlaub, heute bin ich wieder retour, bekomme den Anruf, irgendwas geht nicht und muss nachvollziehen können, was hat sich denn getan, wer hat was geändert, damit ich rausbekomme, wo könnte denn jetzt das Problem herkommen. Und das Ganze nennen wir dann eben über die ganze Strecke hinauf Secure SD-WAN, weil es eben die Kombination der Next Generation Firewall mit SD-WAN in einem Device ist. Markus, entschuldige. Ich habe noch ein paar. Pardon, ja. Ich nochmal unterbreche, aber es passt jetzt gut rein, diese Frage. Ich lese das einfach mal so vor. Also wir haben folgendes Szenario. Es gibt einen zentralen Standort, wo die Hauptservices gehostet sind, also im Prinzip das Headquarter. In jeder Niederlassung gibt es eine Datenleitung. Und in der Niederlassung, also im Headquarter, gibt es einen lokalen Internet-Breakout in den auszustellen, worüber gesurft werden soll. Wenn man jetzt an Office 365, also speziell auf Exchange, denkt, sollte der Traffic dann nicht über die Datenleitung in das Rechenzentrum getunnelt werden, sondern die Verbindung sollte dann in die lokalen Internet-Breakouts gehen. Ist hierfür SD-WAN notwendig? Das hängt jetzt von der Definition ab. Ich hüpfe einmal ganz kurz zurück zu meiner ersten Slide. Hier haben wir genau das Thema, dass die grüne Kommunikation bricht in meiner Außenstelle gleich direkt ins Internet ab und alles andere geht, ob es jetzt eine oder drei Leitungen ist, ins Data Center. Das ist jetzt eine Definitionssache, wenn ich sage, ich habe auf der Außenstelle eigentlich nur eine Leitung, das ist eine normale Internetleitung, über die ich halt mein VPN in die Zentrale habe und über die ich auch direkt surfe. Eigentlich ist das jetzt noch kein SD-WAN nach Definition von SD-WAN. Mit der FortiGate kann ich das natürlich genauso machen. SD-WAN, wenn man sich die Definition anschaut, erfordert eigentlich mindestens zwei Leitungen, dass ich entscheiden kann, welches ist denn jetzt die bessere Leitung. Aber es stimmt schon, aus der alteingesessenen Denke haben wir früher die Niederlassung gehabt, die hat eine Firewall gehabt oder ein Device gehabt, das einfach nur VPN-Tunnel hatte und aller Traffic geht in die Zentrale und dort stand dann die große Firewall, wo die Firewall-Policies genau granular konfiguriert sind und von dort geht's raus. Und es ist ja jetzt nicht nur für Office 365, es ist in Wahrheit für jeglichen Internet-Traffic unsinnig, den über mein Datacenter, über meine Hauptniederlassung zu schleifen und dort die Internetleitung doppelt zu belegen, weil der Internet-Traffic muss einmal rein und muss dann nochmal über das VPN in die Außenstelle gehen. Also das war so, die ist die alte Denkweise und gerade mit den FortiGates, die ja auch von der Größe her sehr schön runterskalieren, kann ich die gleiche Security-Qualität und Granularität in jede noch so kleine Außenstelle und sei es ein Homeoffice rausbringen und habe alles in einer zentralen Konfiguration drin und habe damit die gleichen Policies draußen wie im Datacenter. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht an der Frage vorbeigeredet. Danke mal, gehen wir weiter. Gut. Hier sind jetzt noch ein paar Denkanstöße dazu, die Building Blocks etwas weiter aufgegleist. Über die Transport Layer habe ich eh auch schon gesprochen. Transport Overlay ist meist IPsec, die meist mit den VLANs dann gleichgeschaltet werden. Nicht immer hängt ganz, was denn jetzt die Anforderungen sind. Security ist natürlich ein wichtiges Thema. Compliance ist sehr häufig ein wichtiges Thema. Zentrales Management, Überblick behalten.
was tut sich, wo, wie. Das Zero-Touch-Deployment ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ein Punkt, den ich bislang noch überhaupt nicht gestreift habe, ist natürlich auch Identity und Access Management, gerade wenn wir auch über Client-to-Site-VPNs reden. Das klassische Homeoffice, mein Notebook, ich drehe es daheim auf, ich gehe in mein privates WLAN, mache mein IPsec oder SSL-VPN auf und bin in der Firma und merke keinen Unterschied. Und da ist es natürlich auch ein wichtiger Punkt, wie kann ich denn diese User sinnvoll authentifizieren? Wie bekomme ich Zwei-Faktor-Authentifizierung hinein? Es gibt ja den FortiToken, welcher direkt auf der Forti geht, ohne weitere Serverinfrastruktur funktionieren kann. Und auch dort habe ich dann Push-Notifications am Handy. Also sobald ich Benutzername, Kennwort eingegeben habe, kommt die Push-Notification am Handy. Ich drücke drauf oder schaue rein und schon bin ich mit Zwei-Faktor authentifiziert, ohne dass ich irgendeine weitere Applikation auf irgendeinem Server oder sonst irgendetwas gebraucht hätte. Gerade die Cloud-Anbindungen sind ein ganz wichtiger Punkt. Was wir auch immer wieder sehen bei größeren Implementationen ist Microsoft Azure Express Route, was ja eigentlich gehässig gesagt MPLS von Microsoft ist. Kostet auch ungefähr so viel wie MPLS-Leitungen. Aber damit habe ich wiederum die Qualität der Datenübertragung von meinem Data Center in die Cloud in der Hand und habe damit, gerade wenn es um breitbandige Synchronisationen zum Beispiel geht, die Möglichkeit, das hier entsprechend zu steuern und hier auch wiederum die einzelnen Clouds anzubinden. Wir sehen auch immer wieder Projekte, wo es denn darum geht, eigentlich ein SD-WAN zwischen verschiedenen Clouds zu machen, also zum Beispiel zwischen AWS und Azure. Ein Teil der Infrastruktur liegt in AWS, ein Teil der Infrastruktur liegt in Azure. Wie kann ich die beiden mit SD-WAN verbinden und hier möglichst gut nutzen und wie kriege ich meine Data Center und letztendlich wieder meine User da in dieses Spiel mit hinein? Ein wichtiger Punkt. Segmentierung aus Security-Sicht, sowohl in der Cloud als auch On-Prem, ein ganz wichtiger Punkt. Cäsar hat es gesagt, teile und herrsche und segmentieren im Netzwerk ist halt einfach der erste wichtige Schritt. Aber das, was geteilt ist, muss dann auch wieder verbunden werden. Das heißt, ich muss die Tunnel dann zwischen den Standorten spannen und ich möchte natürlich, so wie es in der ersten Frage auch schon angeklungen ist, diese Tunnel möglichst effizient nutzen und diese Tunnel zusammenfassen. Ich möchte Leitungsausfällen und einzelnen Paketverlusten auf Leitungen entgegenwirken. Ich möchte meine Security oder ich muss meine Security hineinbekommen, sei es jetzt vom IPS über SSL Inspection, Reputationsfilter, Botnet Detection und so weiter. Ein ganz wichtiger Punkt. Und aus Management-Sicht kann ich natürlich den WAN Edge zusammenfassen, also all diese Devices und Management-Systeme, die ich brauche, um meine Außenstelle sinnvoll betreiben zu können, kann ich konsolidieren und kann auch die FortiGate als zentralen Punkt verwenden, die nicht nur mein SD-WAN und mein Firewalling macht und damit meinen Internet-Access macht, sondern auch als Switch-Controller meine Switches drüber konfigurieren und natürlich auch als Wireless-Controller verwenden. 30 Minuten haben wir gesagt, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, ich habe verplaudert. Zentrales Management, zentrales Logging and Reporting haben wir gesagt, haben wir schon kurz angesprochen, ganz wichtiger Punkt. Und in größeren SD-WAN-Implementationen kommt früher oder später auch dann der Punkt, wie kann ich das jetzt automatisieren? Wie kann ich hier Integrationen mit anderen Systemen schaffen, wie kann ich meine Konfiguration automatisch erstellen. Red Hat Ansible so als eines der Stichworte oder Terraform oder andere Plattformen, die da zur Orchestrierung sehr gerne verwendet werden. Und auch da gibt es die Integrationen dazu. Ganz kurz noch, was sagen die Analysten oder was sagt Gartner im WAN Edge Infrastructure Quadrant vom November 2019? Sind wir noch im Challengers-Quadranten, aber von den Challengers der oberste und am weitesten rechte. Und
Auch wieder Gartner, das sind jetzt Meinungen von Kunden, die bei Gartner ihre Meinung zu den Produkten direkt abgegeben haben. Und auch da ist Fortinet ganz vorne dabei und hat den höchsten Score mit den meisten Bewertungen auch. Und dann natürlich zeigen wir auch sehr gerne den Firewall Magic Quadranten, wo wir auch fast ganz oben, fast ganz rechts im Leaders Quadranten mit dabei sind. Und irgendwie gehört das, habe ich schon langsam den Eindruck, zu jedem der Insights bei Arrow dazu, dass ich dann irgendwann noch ganz kurz zu den ASICs abschweife. Die ASICs, Fortinet implementiert ASICs in den Hardware Appliances schon immer. In den ersten Produkten waren die ersten Würfe drinnen und seit 2006 herum gibt es die ASICs mit dem NP2. Und das Wichtige ist einfach, der heute aktuelle ASIC für die kleinen Devices bis zu 100er ist der SoC 4. Der liefert uns ein Chip, der da drinnen steckt, 14 Gig IPsec-Durchsatz. Und der NP7, der jetzt in den neuen Appliances rauskommt, liefert uns ein Chip 75 Gigabit IPsec Performance. Warum reite ich auf der IPsec Performance herum? Weil das eines der wesentlichen Leistungsmerkmale für SD-WAN-Implementationen sind. Wir können IPsec mit aktuellen Ciphers machen, ohne die CPUs damit zu belasten. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu vielen anderen Appliances und Systemen und Komponenten, die man findet. Und deswegen können wir eben Security und SD-WAN in einem Device machen. Die FortiGate 60F hat einen IPsec-Durchsatz von etwa 6,5 Gigabit. Bei einem Firewall-Durchsatz von 10 Gig. Das heißt, ich kriege wirklich den Durchsatz auch wirklich auf die Leitungen raus. Die 100F, die dann so das nächstgrößere Modell ist, plakativ rausgesucht, die erste 19 Zoll Appliance, die auch schon redundante Netzteile fix mit eingebaut hat, hat einen IPsec-Durchsatz von 11 Gig bei 20 Gig Firewall-Durchsatz. Wenn wir über das Data Center reden, dann kann die 1100E eine interessante Appliance sein mit 48 Gig IPsec-Durchsatz bei 80 Gig Firewall-Durchsatz. Redundante Netzteile sind jetzt hier sowieso kein Diskussionsthema mehr. Und die letzte, die ich mir hier noch mit reingenommen habe, ist die 2200er, die dann den Durchsatz nicht nur laut Modellnummer, sondern den IPsec-Durchsatz auch tatsächlich in etwa wieder verdoppelt auf 98 Gigabit. Und dazwischen gibt es noch viele andere Modelle, mit denen man sehr feingranular auf das jeweilige Projekt sauber hinweisen kann. So, damit habe ich meine 30 Minuten fast eingehalten. 1,5 Minuten bin ich drüber, aber das schiebe ich jetzt auf die Fragen, die schon gekommen sind. Genau, und da ist auch noch eine Frage aufgetreten, die ich dir gerne stellen möchte. Und zwar, es geht nochmal Richtung des Zero-Touch-Deployments. Und zwar, was ist die Voraussetzung hierfür, also für das Zero-Touch-Deployment, die Frage DHCP? Frage ist, wenn man kein DHCP-IP, keine DHCP-IP-Adresse bekommt, sondern eine statische, funktioniert dann das Zero-Touch-Deployment? Und zur vorhergehenden Frage, das heißt, hier macht eine SD-WAN-Konfiguration Sinn bezüglich des Exchange Office 365 in der Cloud. Lokaler Breakout in der Niederlassung. Ich hoffe, ich konnte es jetzt richtig zitieren. Ich fange mit der zuletzt genannten an, weil wir die vorher schon angesprochen haben. Ja, in der Konfiguration einer FortiGate wäre das eine SD-WAN-Konfiguration, weil ich dann über die Internet Service Database sagen würde, Office 365 geht über die Internetleitung raus und mein Zugriff auf die Applikation im Data Center geht über das IPsec VPN. Und andere Internet-Applikationen möchte ich zum Beispiel auch über das IPsec VPN über meine Zentrale steuern, weil vielleicht die IP-Adressen für diese Services dann dort freigeschalten sind.
Also im Sinne der FortiGate-Konfiguration wäre das eine SD-WAN-Konfiguration, was lizenztechnisch ja völlig egal ist, weil SD-WAN ist ein Feature und keine Lizenz auf der FortiGate. Das heißt, ich kann es einfach verwenden. In der jeweiligen Version einfach aktivieren und alle SD-WAN-Features auf der FortiGate stehen mir zur Verfügung. Damit habe ich hoffentlich meine lange Antwort von vorher jetzt ein bisschen präzisiert. Und zum Zero-Touch-Deployment. Ja, ohne DHCP wird es ein bisschen schwieriger, weil natürlich die FortiGate kann in der Default-Konfiguration nicht erahnen, welche statische IP-Adresse jetzt die richtige wäre. Was wir da machen können, ist aus dem FortiManager heraus schon das Gerät vorkonfigurieren, die Konfiguration exportieren und auf einen USB-Stick speichern, beziehungsweise jemanden, der dort vor Ort ist, per Mail oder über welches Transportmedium auch immer schicken. Und wenn der USB-Stick zum Bootzeitpunkt angesteckt ist, dann lädt die FortiGate sowohl das entsprechende Betriebssystem, weil ich bei einer neu gekauften ja nie weiß, was für Release ist da drauf, und auch die Konfiguration. Das heißt, die Anforderung an das Personal vor Ort steigt insofern, dass ich erwarten muss von denen, dass die einen oder zwei Files auf einen USB-Stick kopieren können und den USB-Stick anstecken können, dann erst den Strom anstecken und 10 Minuten später den USB-Stick wieder rausziehen. Okay, Aber Frage wurde weitere beantwortet. Fragen oder Feedback auf meine Antworten? Nein, das hat wunderbar gepasst. Vielen Dank hierfür. Gut, abschließend jetzt wirklich ganz kurz nochmal knackig. Wir haben bei uns jetzt bei der Aero einen neuen Business Development Manager, den Martin Wieser. Der Martin hat sich auch dazu geschaltet und möchte auch noch das eine oder andere Wort kurz an Sie richten. Ja, guten Morgen allerseits. Danke, Rainer. Ja, meine Vorstellung ist bereits erfolgt. Ganz wichtig steht da Herr Martin Wieser. Ja. Ich mache, wie gesagt, das Business Development für Fortinet seit April bei Aero und bin ja Ansprechpartner, wenn es um Lizenzfragen geht, auch für Angebote gemeinsam mit meinem Team. Und wenn wir gerade bei meinem Team sind, also wir sind hier relativ gut aufgestellt für Ihre Anfragen. Also wir haben 5 Innendienstmitarbeiter, die, wenn Sie Angebotsanfragen an die unten angeführte E-Mail-Adresse schicken, Ihre Angebote schnellstmöglich auch abarbeiten können. Und wie es sich für einen Value-Add-Distributor gehört, haben wir natürlich auch 2 zertifizierte Fortinet Consultants rein in Österreich sitzen. Darüber hinaus können wir, um Sie auch hier optimal unterstützen zu können, auch auf Kompetenz aus unserer deutschen Niederlassung zugreifen, um hier, wie gesagt, Sie optimal unterstützen zu können. Was zum Value-Add-Ansatz noch dazugehört, ist natürlich, sobald es wieder möglich ist, werden wir hier auch individuelle Trainings aufsetzen, Workshops. Wir werden auch die ein oder andere Business-Veranstaltung mit Ihnen gemeinsam durchführen. Sollten Sie hier Interesse haben, etwas zu tun, Stichwort Beispiel ein Business Breakfast. Auch hier wäre ich Ihr Ansprechpartner. Sobald so etwas wieder möglich ist, unterstützen wir das gerne, personell, natürlich auch finanziell. Ein Punkt, den ich jetzt speziell noch ansprechen möchte, wir haben zum Schluss die Hardware-Voraussetzungen gesehen. Also man kann ja mit Fortinet schon mit den kleineren Appliances beginnen, hier einen vernünftigen SD-WAN-Ansatz zu fahren. Und wir haben uns als innovativen Ansatz, Fortinet Hardware bereitzustellen, eine Art Hardware-as-a-Service-Modell überlegt, das wir in den nächsten Wochen launchen werden. Das geht hierbei um diesen bekannten Ansatz aus der Software-Provider-Bereitstellung, also CapEx versus OpEx. Sie kaufen Hardware nicht mehr, sondern Hardware wird Ihnen von uns
zur Verfügung gestellt auf einer Mietbasis. Ja, das wird so aussehen, dass wir in einem 3-Jahres-Vertrag Ihnen von einer FortiGate 40F bis momentan zu einer 200E hinauf Appliances mit attraktiven Paketen zur Verfügung stellen, die Sie dann in monatlicher Basis abzahlen und so Ihren Kunden günstig weiter vermieten können. Sollten Sie Interesse haben, bitte folgen Sie unseren Newslettern. Wir werden dieses Thema groß launchen. Und sollten Sie auch vorab schon mal Fragen haben, wie das genau ausschauen wird, natürlich auch hier stehe ich gern zur Verfügung. Hole mir natürlich auch gerne Anregungen, falls Sie da etwas speziell noch drinnen haben möchten in den Service. Auch hier bitte nicht scheuen, auf mich zuzukommen, auf mich und mein Team. Wir stehen hier gern zur Verfügung. Dann nochmal danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dann gebe ich zurück an den Rainer für den Abschluss. Vielen Dank, Martin. Du hast bereits alles vorweggenommen. Wunderbar. Gut, für alle, die dazugekommen sind, wir haben das Webinar wie immer aufgezeichnet. Sie finden das Nachlese auf unserem YouTube-Channel. Dann will ich Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen und darf mich für Ihre Zeit recht herzlich bedanken, für Ihre Teilnahme bei euch auch, Gentlemen. Und ich freue mich, Sie bei einem der nächsten Insights bei Aero wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen jetzt schon ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.